Ja, so kann es gehen. Wenn man gerade ein Video anfängt und dann fängt ihr der Spielmannzug an zu üben. Ja, nicht planbar, und das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Ich versuche mich davon nicht ablenken zu lassen. Obwohl, ein bisschen Ablenkung hatte ich schon. Ich habe die Begrüßung vergessen. Also erstmal ein herzliches Hallo an euch da draußen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ich bin wieder im Garten, und wie ihr noch unschwerer erkennen könnt, da hat sich ein bisschen was getan. Und was ich da getan habe, das zeige ich euch jetzt erstmal. Dafür nehme ich euch in die Hand und dann laufen wir da direkt mal hin. Also ich habe hier ein bisschen bauliche Veränderungen vorgenommen, auch nicht alleine. Ich hatte Hilfe, und die Geschichte, ja, hatte so den Ursprung, der Weg muss breiter auf jeden Fall für ja, verschiedenste Sachen, wird ein bisschen mehr Platz benötigt. Und das Ganze ist auch ein bisschen tiefer geworden, das könnt ihr auch ganz unschwer erkennen, da wo letztendlich jetzt noch am meisten Wasser lag. Übrigens, apropos Wasser, wir erwarten hier gleich auch noch Wasser. Könnt ihr gar nicht so richtig sehen, das sieht viel zu nett aus. Also von mir aus, also das Dunkel da unten deutet schon an, wie der Rest so in die Richtung aussieht. Und für mich ist das Ganze ein bisschen größer und näher, ihr seid ja im Weitwinkel. Aber auch die letzten Tage hatte ich, ja, durfte ich beobachten aus dem Fenster, übers Wochenende auf jeden Fall, dass es hier ordentlich schüttet, ordentlich regnet. Und dann habe ich in Gedanken quasi die Tomaten jetzt abgeschrieben. Das durfte ich jetzt auch schon beobachten an der einen oder anderen Stelle. Das werde ich euch jetzt nicht groß zeigen, das ist irgendwann anders dann. Dennoch, das Wetter hat hier auch volle Kanne zugeschlagen, und das Geschichtchen, ja. Ich komme so in meine innere Einstellung. Also erstmal, mir tut das überhaupt nicht weh. Da kam der Zug, der war doch ein bisschen laut. Also mir tut das überhaupt nicht weh, denn ja, ich bin dankbar mit dem, was letztendlich irgendwie Pflanzen noch abwerfen. Zwei Tomaten durfte ich mit nach Hause nehmen, gestern schon. Heute war ich jetzt nicht großartig noch gucken. Die eine oder andere Pflanze fällt auf jeden Fall aus. Ja, und dann mal gucken, was letztendlich bei rumkommt. Ich habe natürlich Freilandsorten draußen, aber auch Nicht-Freilandsorten. Nicht-Freilandsorten überwiegen. Ich wollte mal gucken, wie die sich so anstellen. Und da gibt es auf jeden Fall deutliche Unterschiede zu den Freilandsorten, die ich in den letzten Jahren hatte. Ja, probieren geht über Studieren. Praxiserfahrung ist mir immer sehr, sehr wichtig. Für mich ja, ist das pure Bereicherung, wenn man direkte Erfahrungen sammeln kann. Das finde ich das Schönste. Also ich, auch mit dem Flo, wenn ich hier so am Schnacken bin, auch mit ihm hat das alles schon ein bisschen was gemacht. Auch eine Riesenfreude dieses Jahr, so seine Unterstützung zu haben. Also lieber Flo, sei gegrüßt da draußen. Ist hier ungefähr so die Richtung, ich weiß nicht, 10, 15 Kilometer, da wohnt er. Jetzt sehe ich gerade nochmal die Bälle fliegen. Mal sehen, ob wir die ein bisschen reinkriegen. Nee, kriegen wir nicht rein. Also sie ist schon im Bild, aber zu klein für euch. So, wir waren hier bei dem Geschichtchen. Und da wollte ich euch gerade zeigen, wo das Wasser dann stehen geblieben ist. Und warum hier Löcher entstanden sind, das möchte ich euch auch gleich erzählen. Denn das ganze Geschichtchen, als wir dann die Erde nach und nach oben abgenommen haben, hat sich das rausgestellt, dass die Wühlmäuse hier ordentlich Gänge drin haben. Das heißt, wir kamen uns ein bisschen in die Quere. Ich habe hier so ein bisschen mit den Hacken mal reingemacht an der einen oder anderen Stelle, damit ich mal sehe, wo dann nachher nochmal Erde hin muss. Erde haben wir hier jetzt genug. Oh, sieht übelst voll Steine aus, aber ich muss sagen, ich hatte die in der Hand und die hat auch schon einen speziellen Geruch. Also ist noch nicht so durch oder ja, so ohne Nährstoffe, wie es die Ursprungserde hier in meinem Garten hat. Also damit bin ich sehr zufrieden, lasse ich was mit anfangen. Mal gucken, wo das nachher landet. Ein Teil auf jeden Fall dann hier. Jo. So, die Wolken kommen näher. Ja, egal. Ja, das Ziel auf jeden Fall bei der Geschichte. Also das hier ist mir jetzt wieder im Weg, natürlich. Klar, alles schön frei gerade. Und da macht sich dann doch wieder was breit. So ist die Natur halt. Mann, der Spielmannzug gibt Gas, sehr schön. Übrigens hier, Akelei kann ich schon eine Weile Saatgut gewinnen. Eine richtig schöne Sache. Und das Ziel war beim Baum. Na, was fliegt hier rum? Die Libelle, hier. Kommt sie noch mal wieder? Da flitzt sie. Ja, für euch glaube ich nicht so zu sehen. Vielleicht fliegt sie dann noch mal einen Weg. Also das Ziel war, dass ich hier stehend durchgehen kann, und das sieht jetzt sehr gut aus. Andersrum. Noch mal so rum. Also ihr könnt das erkennen. Das Ding ist auf jeden Fall aufgegangen, und ich muss sagen, das war gar nicht mal ohne das Stückchen hier. Ohne die Hilfe wären das so ein paar Stationen gewesen und nicht an einem Tag irgendwie alles bewältigbar. Wobei ich sagen muss, das waren jetzt auch zwei Tage. Ein Tag, wo ich ein bisschen hier hinten schon frei gemacht habe, mit Sensen am Rand, breiterer Weg und so weiter. Das habe ich hier alles in die Gänge geleitet.
Und im Großen und Ganzen sollte sich das bis da hinten durchziehen. So, was ist noch passiert hier auf der Ecke? Das kann ich euch ja auch noch mal gleich mal zeigen. Also hier habe ich ein Meer von, ja, wie heißt sie jetzt? Brennnessel. Jetzt, da ist sie. Brennnesseln und Brombeeren und die liebe Ackerwinde. Überall an den weißen Blüten zu erkennen. Den Johannisbeerstrauch, den kann man auch nicht mehr erkennen. Wir haben ganz wenige Johannisbeeren gekriegt, wie in den letzten Jahren auch. Der Rest ging halt an die Vögel. Völlig okay bei mir. Da war nicht keiner Sache hinterher. Ja, so sieht das hier hinten aus. Hier waren ja mal die Tomaten drin, deswegen steht hier noch so ein Gestell. Ansonsten, ja, das war ja so ein Geschichtchen, wie in den tollen Brennnesselsamen. Die tollen Brennnesselsamen, ich habe sie mir geerntet und getrocknet. Zu Hause ist ein Glas voll. Richtig tolle Sache, kann ich jedem empfehlen. Ja, dennoch sollte ich sie bei mir wegnehmen. Hatte ja den Vorstand bei mir im Garten. Die haben einmal gecheckt. Das Einzige, was beanstandet wurde, ja, war die Brennnessel. Ja. Und hat noch eine kleine Diskussion. Ja, und bin dann aber im Guten aus dem Gespräch. Dennoch hat mich das sehr lange belastet. Und jetzt habe ich durch Hilfe das Geschichtchen da auch nochmal hingekriegt. Der Tim wird dieses Video nie sehen, aber neben dem Flo war auch noch der Tim dabei und hat geholfen. Ich glaube, einen Tag war ja noch die Freundin von Flo dabei und hat die auf jeden Fall Gehwegplatte und so weiter hin und her geschleppt. Jo, die Ecke verändert sich. Und da ein paar Brennnessel, da ein paar danach gefragt haben, wie weit denn die Äpfel sind, da könnt ihr das sehen, auch mal so ein bisschen größenvergleichmäßig. Also, sieht gut aus, würde ich sagen. Mann, jetzt brennt das da wieder. Habe übrigens glücklicherweise Saatgut vom Spitzwegerich, ne, in meinen Garten transportiert. Übrigens dieses Jahr sammle ich sowieso, ich kratze mal nebenbei die Brennnesselstelle. So, bevor ich umkippe. Ja, was wollte ich denn jetzt sagen hier? Als ich unterwegs war, dieses Jahr habe ich auf jeden Fall nach und nach ein bisschen Saatgut mitgenommen, da wo es halt abfiel, was sich so angeboten hat, was so zu mir gefunden habe. Ihr kennt das ja da draußen von mir. Und im Großen und Ganzen, muss ich sagen, habe ich jetzt auf jeden Fall Spitzwegerich im Garten und der hilft halt eben bei Brennnessel. Ja, wenn man ein bisschen zerkleinert, ein bisschen Spucke dazu, das hilft immer. Und dann rauf auf die Stelle und das hört nach kurzer Zeit auf zu jucken, zu brennen, zu alles, was es halt macht. Ihr könnt das sehen, es wird immer dunkler. Also es ist auf jeden Fall schon dunkler, als ihr das auf der Linse seht. Ich erkenne das. Eigentlich wollte ich mit euch hier noch ein Stückchen weitermachen. Mal gucken, was da noch so bei rumkommt oder ob das gleich noch ein Abenteuer wird. Ich schätze mal, die einen oder anderen Tropfen sind schon unterwegs, bevor sie mich gleich treffen. So, hier geht der Weg nicht durch. Aber ich möchte euch zeigen, wo es weitergeht. Hier auch vom Wetter. Ne? Also wir hatten echt übles Wetter noch. Hat sich auch ganz viel reingeschwemmt in Bunker an Erde. So, und das, was ich eigentlich noch machen möchte, der Weg soll weiter frei. Die Stelle hier ist noch zu schmal. Also hier brauchen wir mehr Platz. Einmal Schubkarre zum Durchkommen. Wenn ich Besuch kriege, etc. pp. Ein bisschen breiterer Weg hier an der Stelle. Jetzt höre ich den Regen quasi schon. Ich glaube, das geht gleich los. Hört ihr das? Ich glaube, ich gehe mal los. Erst kommt der Wind und dann kommt der Regen. Pass auf. Noch habe ich Glück. Ach, ich liebe das, Wind zu beobachten. Ihr kriegt das, glaube ich, gar nicht so mit. Für mich ist das viel intensiver. Da kommt ein Blatt runter. Hui, und auf dem Stuhl gelandet. Sehr cool. Und der Spielmannzug legt auch wieder los. Ah, herrlich. Soll ich mit euch nochmal rumtingeln und mal gucken, ob es das ein oder andere noch zu zeigen gibt. Anscheinend kommt der Regen wohl doch noch nicht. Aber erst der Wind, dann der Regen. Der Wind hat noch nicht aufgehört. Vielleicht kommt es ja auch beides in Kombination. Oh, nee, doch nicht. Ich habe mir gerade einen Regenbogen eingebildet. Also es pustet ordentlich. Da könnt ihr das auch sehen hinten. Also das peitscht hier überall durch. Ich habe jede Menge Pflanzen, die auch umgeknickt sind. Man sieht das hier eigentlich überall.
Tja. Was machen wir denn jetzt? Also ich glaube nicht, dass ich jetzt noch die Schubkarre raushole und da irgendwie am Schippern bin. Bin ja hierher, damit es mir besser geht, und das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Hui. Ja, jo. Der Momo, der ist auch da übrigens. Da hinten. Hallo! Nur ganz kurz. Ja, die packen auch schon ein, bringen sich in Sicherheit. Da bin ich noch ganz weit fern von, weil ich finde, das wird hier gerade richtig lebendig. Richtig schön. Ich mag das. Herrlich. Und habe ich nicht schöne Sonnenblumen? Beziehungsweise wir. Ich bin ja nicht alleine hier. Gibt's ja unglaublich vielfältige Gartennutzer. So sieht es derweil aus. Das letzte Video ist übrigens vom Datum her schon ein bisschen her, ungefähr eine Woche. Das heißt, hier ist auch einiges passiert. Wir können auch nochmal hier Zucchini. Hui, hier liegen ja einige zwischen. Ja, da kann ich mich nicht beschweren. Es wird pussiger. Auch ein kleines schönes Abenteuer mit euch hier jetzt irgendwie nochmal. Ja, jetzt pfeift der Wind. Ich glaube, so wäre besser für euch vom Geräusch, weil hier da ist das Mikro. Jetzt habe ich einen Tropfen abgekriegt. Ich glaube, ich linz mal weiter hier, tingel mal weiter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so doll wird. Obwohl, da hinten sieht es übel aus. Bei uns in Nordfriesland regnet das im Grunde genommen ständig. Und ich muss sagen, dieses Jahr habe ich auch so ein Wetter hin und her erwartet, wie wir es letztendlich hatten. Aber wenn ich so die Wetteraussichten angucke, sieht es eher danach aus, dass wieder viel zu viel Regen die nächste Zeit ansteht und viel zu niedrige Temperaturen. Bei uns bleibt das auf jeden Fall so. Also jetzt nicht speziell das Wetter, sondern so von den Temperaturen, so 20 Grad rum, 19, 20 bis 22 maximal. Und ja, deswegen, also Tomaten habe ich. Alles, was bei rumkommt, was irgendwie nach Hause findet, darüber freue ich mich. Im Moment lasse ich sie komplett verwahrlosen, ehrlich gesagt, aber es liegt daran, dass privat halt gerade einiges Thema ist und der Garten gerade warten muss. Da muss man halt Prioritäten setzen. Und ja, das ist auch so halt dann, wie das ist jetzt. Kein Regen, was ist denn hier los? Ja, kann man auch mal Glück haben. So ein bisschen. Soll ich euch nochmal aufs Stativ stellen und ich guck mal, was ich hier vielleicht noch in der Ecke mache? Jo, da kann ich doch nochmal ein bisschen Erde verteilen, wenn das geht. Ist doch ein Anfang. Seid ihr noch da oder schon eingepennt? Also anscheinend kriege ich gerade ein bisschen Zeit. Also ich bessere natürlich jetzt die Tiefen aus, komme ein bisschen Erde hin. Und letztendlich ja, kommt dem Garten jetzt zugute, was ich vor der Gartenzeit gemacht habe. Da habe ich ja einen BMX-Bikepark, Skatepark betreut über 4 Jahre. Und da war das eigentlich so mein Hauptwerkzeug, auch lange Zeit ohne Schubkarre. Da habe ich richtig Erde von A nach B geschaffen. Ja, und die Geschichte bin ich generell auch schon so angegangen. Immer so aus dem Vollen irgendwas formen, umformen, auf eine bestimmte Art und Weise, wie man sich das vorher im Kopf vorgestellt hat. Na, ein paar Tropfen mehr. Ich mache mal erstmal weiter. Musik! Da ganz einfache Geschichte, habt das ja gesehen. Das mit der Schaufel raufkloppen, das verdichtet ein bisschen den Boden. In dem Fall muss ich aber sagen, die Erde ist zu klebrig.
um das jetzt irgendwie in Vollendung zu machen. Aber es ist ein Anfang und durch den Regen wird das nachher wieder durchgespült. Jetzt höre ich schon deutlich mehr Regen. Neuerdings mag ich das irgendwie. Beim Regen dann hier geschützt unter den Bäumen, im Garten. Also das jetzt, ne? Also ich bin ja nicht auf Zucker. Eher die Kamera, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu nass werdet quasi. Wobei, da brauche ich auch unbedingt mal ein neues Gehäuse, ist nämlich kaputt. Einmal runtergefallen, beziehungsweise was raufgefallen, schon vorne das Display kaputt. So, regnet jetzt richtig doll. Das Gefühl mag ich gerade, ne? Die einen spüren den Regen, die anderen werden einfach nur nass. So, jetzt muss ich aber die Kamera schützen. Also, so nah brauche ich glaube ich gar nicht ran. Einmal so, ein bisschen restlich. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch irgendwie gefallen. Mal ein bisschen was anderes wieder, gestalterisch im Garten. Hier ging es nur um meinen Weg, aber da könnt ihr natürlich Fortschritte bei mir sehen. Wie es hier hinterm Pavillon aussieht nun auch. Und nun seid ihr da ein bisschen auf Stand der Dinge. Und ich werde mich jetzt unter dem Baum verpieseln. Ich sag vielen Dank an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars und weg. Gar nicht so leicht hier, ne, mit dem Regen. Echt dunkel, ne? Die Aufnahme taugt nichts, aber ich wollte es mal ausprobieren. Kleine Verlängerung und weg.